Und den Pokal gibt es aus den Händen von Roland Böhme. Fünfter Platz in der Kategorie Hobby nach Spanien. Und es geht sofort weiter in der Kategorie Hobby mit dem vierten Platz. Der vierte Platz erhielt 308 Punkte, geht nach England und das ist die Gemma Woodhouse. Riesenapplaus für Gemma Woodhouse aus England. Platz 4 in der Kategorie Hobby. So, und hier haben wir auch schon die engste Entscheidung des Wettbewerbs, denn der dritte Platz hat genau einen Punkt mehr bekommen. Also das war wirklich haarscharf. Mit 309 Punkten demnach geht der dritte Platz nach Russland an Pavel Baustin. Dritter Platz, Russland an Pavel Baustin. Mit der Flagge in der Kategorie Hobby, fünfter Platz nach Russland. Platz Nummer 2. Tja, es bleiben noch zwei Plätze übrig, ein zweiter und ein erster. Wenn ich den nächsten sage, steht auch der erste fest. Wir haben also noch im Rennen Deutschland und Frankreich. Der eine hat 346 und der andere hat 368 Punkte. Also richtig Welten liegen da auch nicht zwischen. Der zweite Platz geht an Deutschland, Claudia. Zweiter Platz in der Kategorie Hobby für die Claudia aus Deutschland. Claudia Hari, Platz 2. Glückwunsch. So, damit wissen wir auch, wer den ersten Platz belegt. Aber wir wollen natürlich auch die Punkte wissen. Frankreich mit 368. Kenny Payet. Kenny Payet aus Frankreich, aus France. Erster Platz. Weltmeister im Hobbybereich. World Aquarium Design Contest. Weltmeisterbereich Hobby und es gibt eine Hymne von Green. So, alle Preisträger nochmal zusammen machen wir ein schönes Foto mit den Pokalen, mit den Trophäen. Nochmal freundlich in die Kamera lächeln zu unseren Fotografen beim World Aquarium Design Contest. Unsere Preisträger mit dem Weltmeister in der Kategorie Hobby. Riesenfreude, Glückwunsch von uns allen und nochmal einen kräftigen Applaus unseren Siegern. Und wir machen sofort weiter mit der Kategorie Profis. Fünfter Platz beim World Aquarium Design Contest geht an wen? Mit 289 Punkten, also mehr Punkte als der fünfte Platz im Hobbybereich, geht dieser Platz nach Spanien, Masia Carlos. Fünfter Platz nach Spanien und den Pokal gibt es von Roland Böhme. Glückwunsch für unseren Preisträger in der Profiliga nach Spanien. Der nächste Pokal ist schon unterwegs. Platz 4, Heiko Plessin. Der vierte Platz erhielt die gleiche Punktzahl wie der dritte Platz in der Hobbywertung. 309 Punkte gehen nach England. Ryan Watts.
Ryan, Platz 4. Bei unseren Profis. Riesenfreude. Und die Spannung, die steigt. Wer wird Weltmeister bei dem World Aquarium Design Contest hier bei JBL? Jetzt aber Platz 3. Platz 3, da gibt es schon einen Punktesprung von den 309 auf 361 Punkte. Die 361 und damit der dritte Platz gehen an unseren deutschen Meister, Frank Wagner. Frank Wagner, Platz 3. Glückwunsch. Und Riesenfreude. So, jetzt haben wir noch zwei Pokale. Den Weltmeisterpokal und wer wird Vize-Weltmeister? Jetzt geht es um den Vize-Weltmeister, Heiko Plessin. Also die letzten beiden, beziehungsweise die ersten beiden, liegen gerade mal 3 Punkte auseinander. Wir haben 374 und 377 Punkte. Der zweite Platz geht an Russland. Svetlana Kirillova. Svetlana aus Russland, Vize-Weltmeisterin beim World Aquarium Design Contest 2010 bei JBL in Neuhofen. Ja, und damit ist der erste Platz klar. Er geht erneut nach Frankreich an Sylvain Van Verbecke. Und unser Weltmeister kommt aus Frankreich. Herzlichen Glückwunsch, Sylvain, mit der Trophäe und natürlich der Hymne. Unser Weltmeister kommt aus Frankreich. Und jetzt bitte ich nochmal alle Preisträger aus der Kategorie Profi, sich nochmal zusammenzufinden, um ein schönes Siegerfoto zu machen. Svetlana, komm in die Runde. Unsere Preisträger. Und natürlich gibt es die Zertifikate, die Urkunden gibt es natürlich auch. Und die Sieger lächeln noch einmal in die Kamera mit ihren Pokalen beim World Aquarium Design Contest 2010. So sehen Sieger aus. Und nochmal einen kräftigen Applaus allen Preisträgern, unserem Weltmeister, unsere Vize-Weltmeisterin und allen Teilnehmern, die hier so großartig heute Großartiges geleistet haben. World Aquarium Design Contest 2010. Da fehlt noch jemand. Da fehlt noch unsere deutsche Teilnehmerin. So, nochmal ein Foto. Und die Urkunden werden natürlich auch noch überreicht. Das macht Didier gemeinsam mit einem Kollegen. Jawohl, muss ja alles seine Richtigkeit haben. Sonntag, genau. So, und diese
Aquarien können sich natürlich angucken. Wir lassen die heute Abend noch stehen. Wir lassen sie auch morgen stehen. Auch am Sonntag. Allerdings dann um 16.45 Uhr gibt es hier eine große Versteigerung. Dann werden wir nämlich diese Becken versteigern. Und zwar zugunsten der Pakistan-Flutopfer. Das also große Versteigerung 16.45 Uhr beim Jubiläum hier Open House bei JBL. Am Sonntag werden diese Aquarien versteigert. Und ich denke, da ist eine sehr gute Tat, die Sie da machen, wenn Sie da mitsteigern. Bei 100 Euro geht es los pro Aquarium. Und dann gucken wir mal, welche Summe wir zusammenkriegen und welche Summe wir denn dann den Pakistan-Flutopfern spenden können. Finde ich eine großartige Sache. Deshalb lade ich Sie alle recht herzlich ein, am Sonntag um 16.45 Uhr hier bei unserer großen Versteigerung dabei zu sein. Die letzten Urkunden werden noch verteilt. Jawohl, eine haben wir noch. Eine haben wir noch. Jawohl, da haben wir sie auch an den Mann gebracht. Ja, dann sage ich herzlichen Dank unseren Preisträgern. Großen Applaus nochmal. Sehr toll gemacht. Große Aktion. Und das Ganze kommt einem guten Zweck zu.